for Jordan. He will answer and then leave, and therefore got to be prepared for the game. And the second half, we'll take all the questions to our coach, Jurgen Klopp. So initially, questions for Jordan Henderson, please, with the, and if you could indicate with a wave from the mist out there. Vinny, I think you're going to kick us off if we're going to have the microphone to the gentleman in the front row. So bitte die Fragen zuerst an Jordan Henderson und dann an Jürgen Klopp. Bitte sprechen Sie ins Mikrofon, wenn Sie Fragen. Short summary of all the things you said. I like it. That's really good. Jordan, to start with, after the incidents that we saw over the weekend, I just wonder, what would you like to be done about the racist problem that we're facing in football? It's a topic that we're probably speaking about a little bit too much at the minute. Especially what I've experienced recently on national duty. So it's not a nice topic, obviously, to speak about, but it's one that I think we need to come together as players, clubs, supporters, and stand together to fight it, really. Again, stronger punishments, more education. And obviously it's a problem that we can't just pretend it's happening in every other country and not in ours. You know, it's happening everywhere, really, and we need to try and fight it as best we can. Frage an Jordan Henderson: Nach all den Problemen, über die diese Woche gesprochen wurden, was sagen Sie dazu? Wie stehen Sie dazu? Ja, es ist nicht schön, dass wir dieses Thema wieder angehen müssen. Es geht darum, dass wir uns es geht um Erziehung, es geht um Verhalten, und ich finde, müssen auch die richtigen Strafen ausgesprochen werden. Also es wäre gut, wenn wir wieder über Fußball sprechen könnten. In the title race over the weekend, I just wonder how much of a threat you feel Leicester are now, and is it developing into a two-horse race between the two of you? Well, I only like looking to the next game, to be honest. So you might be bored of me saying that, but that's the truth. The next game is the most important game and the biggest game of the season, which is tomorrow night, and that's all the focus is on, really. We know it'll be a difficult game, a tough challenge for us, so we need to be 100% focused on that to go out and give everything to get into the next round. Ja, Antwort auf diese Frage war auch, nachdem nochmal insistiert wurde, dass das morgige Spiel das Wichtigste ist. Wir wollen 100% geben, darauf liegt 100% unser Fokus, und danach denken wir an das nächste Spiel. Vinny, just one more, then we're going to go Paul Joyce and Zaid from Being. So if you can pass the microphone back when you've done, okay, Vinny. And John, you've been in this situation where you've needed points in the final game to go through before. Is there any difference in terms of pressure on this occasion as you go into the game as European champions? No, I think it's the same. You know, we need to perform. We need to get a result to get through to the next round, which we've proven we can do. We've done before, but that doesn't mean it's going to be easy and we're going to do it again. But we can learn from them experiences, and we know what we need to do. We know it'll be difficult, but we also have confidence in our own ability. And I feel as though if we perform to the level we have been and that we're capable of, then we can get a good result. Also jetzt zum morgigen Spiel, spüren Sie da einen besonderen Druck, da Sie als Titelverteidiger in das Spiel gehen und natürlich Gefahr laufen, dass Sie eventuell nicht in die nächste Runde einziehen? Ja, das sind wir uns bewusst, dass das eventuell nicht klappt, aber wir spüren keinen Druck, wir wollen das leicht angehen, wir haben die Erfahrung, wir haben das nötige Selbstvertrauen, und wir werden das... Ist natürlich scheiße, wenn ein Dolmetscher, wenn ein deutsch sprechender Trainer neben dran sitzt. Die Frage war, ob es uns hilft, dass wir die Champions League gewonnen haben, dass wir es in Situationen wie dieser bisher immer geliefert haben, und er hat nicht gesagt, wir wollen es leicht angehen, sondern wir sind uns bewusst der Schwere der Aufgabe, der ganz normale Zeug, also schon zuhören, ne? Nicht, also sonst kann ich auch übersetzen. Yeah, this is not so schwer. So I'm in a competition mood already, I can tell you. Very high-end translator. Paul? Jordan, what did you learn from the first game against Salzburg? What do you need to do better this time? Yeah, well, a very dangerous side. I think you can see that from the campaign that they've had, from the game that we played at Anfield. They can hurt you on the counter-attack. Defensively organised, good from set pieces. So yeah, they're very dangerous. We've obviously looked back on that game and looked at things that we need to improve on, and hopefully we can do that tomorrow night. Jordan, was sind die Lehren, die Sie aus dem ersten Spiel gegen Salzburg ziehen? Ja, wir wissen, Salzburg ist ein gefährliches Team. Sie stehen sehr gut, sie stehen defensiv sehr gut, sie lauern auf Konter. Wir hoffen, wir haben unsere Lehren gezogen daraus und wollen das morgen besser machen. Yep, by the way.
Salzburg are a team that always scores goals. How can you as a team stop them from doing that tomorrow? Defend well. Salzburg ist eine Mannschaft, die immer Tore macht. Wie können Sie dagegen gut angehen, gut verteidigen? So many changes in the team for the last three games. How much does that tell us of the strength and depth that you have now in the squad? Yeah, we have got great strength and depth in the squad. We've been making changes, and that hasn't affected performance, and that's the most important thing. So we just want to continue on that path. We've got a lot of games in a short space of time, so we're going to need everybody. And so far it has worked really well, so we just want to continue that and keep giving everything for the team. In den letzten drei Spielen gab es viele Veränderungen in der Mannschaft, es wurde immer wieder viel Rotation betrieben. Denken Sie, das hat die Leistung irgendwie beeinträchtigt? Antwort nein, das hat die Leistung nicht beeinträchtigt. Wir haben viele Spiele, wir haben auch viele Spieler zur Verfügung, wir brauchen alle, und auf diesem Weg wollen wir weitergehen. Okay, we've got Dom, then Glenn, I think, from Club TV, and then if you'd like to say, we'll probably wrap it for Jordan, unless some of the local guys have some questions. Unless some of the local journalists have some questions for Jordan, these will be the last two, so if they want to catch our attention. But if not, these will be the next ones. Wenn Journalisten von hier noch Fragen haben an Jordan, dann bitte Handzeichen geben, weil wir wollen die zwei letzten Fragen an ihn stellen. Okay. Yes, Dom. When it gets to this stage of the competition, even though you've been to two finals in the last 2 years, I imagine this is the point where you start getting greedy again, and you want to get further and further through, and this is the night when you want to show what Liverpool are and what Liverpool are in European competition. Yeah, we want to continue to show how well we can play, how much we can improve as a team. We still want to keep getting better, we still want to perform at a high level, and that's always going to be the case, no matter what competition it is. Every single game is the next biggest game for us and the next biggest challenge. And tomorrow night is a big challenge for us as a team, and we want to go out there and show what we're capable of doing. Nachdem Sie zwei Champions League Finals in den letzten zwei Jahren gespielt haben und auch letztes Jahr gewonnen haben, woraus zieht die Mannschaft immer noch diese Gier, dass sie immer noch mehr erreichen will? Ja, Antwort ist, wir wollen einfach jeden Tag und jedes Spiel zeigen, wie gut wir sind, und wollen immer noch besser werden, auf einem super hohen Level spielen. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Morgen wird natürlich eine extrem hohe Herausforderung, aber wir wollen rausgehen und zeigen, dass wir bereit sind. Okay, so unless we have any final ones, this will be the last one for Jordan. Glenn. Jordan, part of Sadio Mane's football upbringing came here at Salzburg, but at this moment, what's it like to play with him? Amazing. Of course. Not only Sadio, but every other player. We've got so much talent in the squad. Sadio has been outstanding for a long period of time now. He just needs to continue in that form. He's a fantastic person off the pitch. Works really hard, dedicates his life to football. It's great to see him doing as well as he can, but we just want him to continue in that form and keep doing what he's been doing, like I said, for long periods of time now. Frage war, Sadio Mané hat ja auch hier in Salzburg gespielt. Wie sehen Sie es als Spieler? Wie wichtig ist er für Liverpool als Spieler? Ja, er ist unglaublich, ein großartiger Spieler. Ich hoffe, er entwickelt sich so weiter. Er ist einfach eine tolle Person und er lebt für den Fußball. Wir hoffen, dass er diese Form weiterführen kann und dass er weiterhin so wichtig für uns sein kann. Okay, and final question before Jordan leaves from one of the local guys. Yes. Yes. Yeah. Yes, for Jordan. Oh, okay. In which case, then you're done. Sorry. Yes. Thank you. Thank you very much. Cheers. Thanks. Thank you very much. No problem. Cheers, Jordan. Thank you. Yeah. We'll start off with just one for Mr. Klopp, and then we'll go to Vinny. Okay? Thank you. Können wir auf Deutsch sprechen, Herr Klopp? Ist das okay? Ja, ich verstehe es. Erstmal schönen guten Abend. Ich hätte bitte eine Frage zu Sadio Mané. Als Sie Trainer waren bei Borussia Dortmund, waren Sie damals schon interessiert am Sadio Mané? Und war die Entwicklung vom Sadio damals so, dass Sie gesagt haben, da warten wir noch ein bisschen ab? Nee, war einfach eine Fehleinschätzung von mir, habe ich aber schon gesagt. Also ich habe mich mit Sadio getroffen, mit seinem Berater getroffen und habe am Ende dann gedacht, weil wir in Dortmund einen relativ großen Druck hatten, dass ein Transfer dieser Größenordnung dann hundertprozentig sitzt, da war ich mir nicht sicher und habe das dann so entschieden, dass wir es nicht machen. Und konnte es dann glücklicherweise Jahre später korrigieren und bin da sehr glücklich drüber. Aber leider, Sadio ist nicht die einzige Fehleinschätzung meines Lebens. Aber, und nicht alle konnte ich regulieren anschließend. Diese schon.
So question for Mr. Klopp was, when you were manager for Borussia Dortmund, Sadio Mane had been offered to you already as a player, and you decided at that time that you didn't want to make the transfer. And now, what was the reason back then? Did you wait for his development? Did you want to see how his development would go in the future, or did you want to just wait? The answer was no, it was simply a wrong evaluation of my side. I thought at that time that maybe it was a lot of pressure on Dortmund and that this transfer had to be 100% right, and I wasn't completely sure of it. But it wasn't the only wrong evaluation in my life. This one I could correct some years later, some not. Jürgen, as you've been in this position before, of needing a point to go through, what difference does it make in terms of your preparation, the fact that you know that these boys can deliver when they really need to? To be honest, it's not that it's all the things we were in the situation, we were in the finals, we played it. Yes, they are part of the feeling I have until tomorrow night, but it's not that I expect us to go through. It's just I expect us to play the best game we can play. So that's how it is. I said it before, 2 weeks ago, Salzburg was very happy that they won against Genk and we played draw against Napoli because they thought so now they have the final against us. Napoli was really happy that night because they got a point again, at Anfield and thought they only have to play Genk next week in a home game. So 2 weeks later, everybody knows it's a final. So we knew it since 2 weeks and we are prepared for that. That's what we have to say. So Salzburg has to win against us, has to win against Liverpool. It's possible because it's football. I like that. But we are there. We are not a typical Champions League winner last year or finalist the year 2 years before. We are still ambitious like crazy. We will go for everything. We will run for our lives. So that's what we are. Plus playing football. It's not that we come here and think we have to dominate Salzburg. We will fight in each challenge, 100%. What Salzburg did at Anfield. We played really well in the beginning, but then we opened the door for the game. They used it because they are talented, strong. Steve is doing Jess is doing an incredible job. So it's just a football game like it always is, but against us. And it must be different to all other football games. So, Frage an Trainer Klopp, da Sie schon einmal oder mehrmals in dieser Position waren, dass Sie noch einen Punkt benötigten, um dann weiterzukommen. Was macht Sie so sicher, dass die Mannschaft auch morgen wieder liefern wird? Nun ja, ich weiß einfach, dass wir rausgehen und unseren besten Fußball zeigen wollen. Dessen bin ich mir sicher. Und vor 2 Wochen habe ich schon gesagt, Salzburg war natürlich damals total happy, dass sie gegen Genk gewonnen hat und Neapel war sehr glücklich, dass sie gegen uns 1:1 daheim gespielt haben. Dann sagten sie sich, jetzt müssen sie nur noch Genk besiegen daheim und jetzt sind wir hier 2 Wochen später und Salzburg muss gegen uns gewinnen. Das ist die Situation. Das ist möglich, deswegen liebe ich Fußball so sehr, aber wir sind kein typischer Champions League-Gewinner. Wir sind Liverpool, wir sind immer noch unglaublich gierig, wir sind ehrgeizig und wir werden um unser Leben rennen morgen. Also wir werden jetzt nicht denken, dass wir hier Salzburg dominieren müssen, aber wir werden kämpfen, was wir können. Und so wie Salzburg zum Beispiel vor im Oktober gegen uns gespielt hat. Sie haben gekämpft. Wir haben ihnen dann eine Tür aufgemacht. Sie sind zurückgekommen ins Spiel. Sie sind eine tolle Mannschaft. Jace ist ein toller Trainer. Aber so werden wir auch genauso in das Spiel gehen und das Spiel werden wir genauso angehen. Wir werden dann alles geben. One more, Vinny. We'll go back to the gentleman you took the mic from me. To finish top of the group and you're in a strong position as well back home in the Premier League. So when you're in those kind of positions in two different competitions, what is the message that you keep reinforcing to your players week after week after week? What Andrew said, focus on the next game. There's absolutely nothing else. So that's tough enough because we play all 3 days, every 3 days. So that's it. But there's absolutely tomorrow night is the most important game in our life because there is no other one. So and that's exactly what it is. And when we play that, then we can think about the next Premier League game. But it's nothing to do with the situation in the Premier League. The situation in the Champions League group is okay, but far away from being brilliant. But it's a basis we can work with, and that's what we have to show tomorrow. Sie sind immer noch erst in der Gruppe. Sie können natürlich weiterkommen. Welche Nachricht vermitteln Sie Ihren Spielern? Naja, die Nachricht, die ich vermittle, ist, dass der Fokus muss immer auf dem nächsten Spiel liegen. Wir spielen alle 3 Tage und das ist hart genug, aber morgen ist unser wichtigstes Spiel. Das zählt, das ist das wichtigste Spiel. Und dann können wir an das nächste Spiel in der Premier League denken. Die Situation in der Champions League ist okay. Sie ist nicht super, aber sie ist okay und damit müssen wir umgehen.
Yes, gentleman who's got the microphone. Morgen geht es gegen Salzburg, eine Mannschaft, die vor allem mit Offensive sehr stark ist. Wie wichtig war es daher, am Wochenende erstmals seit September wieder zu Null zu spielen für Sie und für das Team? Also es ist wichtig, aber es hat mit dem Spiel morgen natürlich nichts zu tun. So ist nicht so. Also verteidigen, die Gegentore ist eine Zahl, Anzahl der Gegentore ist eine Zahl, die über was über das Verteidigen aussagt. Aber eigentlich ist die viel wichtigere Zahl, wie oft schießt ein Gegner auf dein Tor. Wenn sie das, wenn sie einmal drauf schießen und treffen, dann ist ein Gegentor, ich sage, kein Problem. Und wenn dann überhaupt, dann vom Torwart, aber das Problem haben wir auch nicht. So, also ist das, wir verteidigen es gut eigentlich. Haben es nicht so gut gemacht gegen Salzburg, um ehrlich zu sein. Aber haben da Bälle in komischen Momenten verloren, das sollst du nicht machen. Wir kennen die Qualitäten. Die Spitzenmannschaft Österreich schlechthin natürlich und trotzdem erzielen sie relativ viele Tore aus einer Kontersituation heraus. Das ist echt überraschend. Aber das ist ganz einfach im Fußball möglich. Und das wird morgen gegen uns natürlich auch der Fall sein, aber es ist nicht ihre einzige Stärke. Wie gesagt, Sie kennen die Stärken von Salzburg. Ich weiß noch besser, als ich sie kenne. Und ich kenne schon fast alle oder alle, so oft, wie wir es jetzt geguckt haben im Vorfeld dieses Spiels. Und wir werden vorbereitet sein. Aber da müssen wir immer noch trotzdem spielen. Und das werden wir tun. The question to Mr. Klopp was, Salzburg is a team that is offensively very strong. And you, now at the last weekend, for the first time after a long period, you had a clean sheet. You didn't concede any goal. How important is that for the game tomorrow? The answer is, well, it's not really important for the game tomorrow. It is important for us as a troop, yeah, but not for the game tomorrow. Concede goals, that happens. We defend well, I think, but we didn't defend so well against Salzburg in the first leg. We lost many balls that were necessary. Salzburg is a team that surprisingly makes a lot of goals out of counterattacks, even though they are the best team. They are the leader in the Austrian leadership. But you know the strong points of Salzburg is very well, and I know them, almost all of them, I think, and so we are well prepared for that game, and we hope that we can eliminate these strong points. Yeah, gentlemen, with the microphone, yeah, then next, yeah, as well. Jürgen, in the middle. Yeah, just ask, it's okay. Yeah, okay. We literally can't see. You have a team with fantastic players, but when you meet another team with a player in such a sensational form as Alan Bertolan, do you prepare anything special or do you just prepare for Salzburg as a team? You're from Norway, right? I had a time when I had Robert Lewandowski in my team, and always the Polish journalists were like, they didn't listen to anything else in a press conference. There was always one Lewandowski question, like they got sent. And if it was not Lewandowski, then there was Błaszczykowski. So I wish you really that you find a few other players who can talk about. But he's 19 years old, exceptional player, but how would you defend a very good striker? Try to make sure that he gets not that many balls, because even when he's good in dribbling as well, he doesn't take the balls in your own box, dribbles 10 players, pass, and then scores there. So just a really big, big talent and with a wonderful future, 100%. But for tomorrow night, yeah, how you defend the best strikers? You try to avoid passes to them. You do cut them off the game, and when they have the ball, we have to make it as difficult as possible. He's unfortunately not the only strong player in the team. Probably somebody from Japan is here and ask me about that in a second, so, or from Korea or whatever. So it's a good team. It's a really good team. From Hungary would be possible as well, right? So I like the team, but still we have to show that we deserve it to go through. If Salzburg beats us, they deserve it to go in the knockout stage. If it doesn't happen, then we deserve it, as simple as that. And they have 95 minutes or 97 minutes time to prove that point, and that's what we try. Die Frage war, Liverpool ist eine Mannschaft mit fantastischen Spielern, Salzburg ist auch eine Mannschaft mit wirklich fantastischen Spielern. Wie bereiten Sie sich besonders vor auf dieses Spiel? Bereiten Sie sich auf eine sehr gute Mannschaft vor oder bereiten Sie sich auf einen speziellen Spieler vor? Also geht es darum nur um die Salzburg als Mannschaft oder vielleicht um einen einzelnen Spieler? Die Antwort war, Sie sind aus Norwegen, nicht wahr? Also hören Sie, als ich bei einer anderen Mannschaft war, habe ich noch Lewandowski in meiner Mannschaft gehabt und da gab es immer eine Frage zu Lewandowski und wenn die nicht kam, dann ging es um Błaszczykowski. Der Junge ist 19 Jahre alt, er ist ein unglaublicher Spieler,
aber wir müssen mit ihm umgehen wie mit jedem anderen sehr guten Stürmer. Er darf einfach nicht viele Bälle bekommen. Wir müssen ihm die Passwege abschneiden. Er ist ein unglaubliches Talent, hat eine große Zukunft vor sich, aber morgen müssen wir dafür sorgen, dass wir Pässe auf ihn vermeiden können. Er ist leider nicht der einzige gute Spieler von Salzburg. Es gibt vielleicht noch Spieler aus Japan oder Korea. Vielleicht wollen Sie dann über die noch sprechen oder aus Ungarn. Es ist ein wunderbares Team, ich mag es, aber morgen müssen wir zeigen, dass wir es verdient haben, in die nächste Runde zu kommen. Und wir haben dazu 97 Minuten Zeit. Okay, we have our final three questions. Gentlemen there, Nally Bruce Ball to finish at the back. Okay, yeah. Florian Knöchel aus Österreich, somit keine Frage zu Minamino, keine Angst, zum Beispiel aus Japan. Sie haben so viele wichtige Spiele schon gehabt in Ihrer Karriere. Gibt es sowas wie Nervosität vor so einem Spiel morgen, vor so einem Entscheidenden bei Ihnen selbst? Und was sagen Sie zur Entwicklung der Salzburger die letzten Jahre? Also angespannt bin ich immer. Das ist ja normal, wenn es also ist ja eine ganz spezielle Situation ist. Etwas, wenn du Ambitionen hast, dann bedeutet das, dass etwas sehr wichtig ist. Wenn du etwas sehr wichtig ist, dann willst du es erreichen. Wenn du es erreichen willst, dann würdest du dir was ausmachen, wenn du es nicht erreichst. Das ist diese Stresssituation, in der man sich dann befindet. So, aber im Laufe der Jahre lernt man natürlich, dass man das jetzt auch nicht also umbringt, diese Angespanntheit, also ist einfach normal. So, und dementsprechend ist das klar. Ein paar wichtige Spiele gehabt, leider sehr viele verloren, auch ne, nicht zu vergessen. Aber in letzter Zeit ist es besser gelaufen und hoffen wir mal, dass es so bleibt. Entwicklung der Salzburger. Großartig, großartig. Ja, ich habe das natürlich jetzt schon lange verfolgt. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber bestimmt schon 10, 11, 12 Jahre, dass es in die richtige Richtung geht. Stark beeinflusst von Ralf Rangnick mit Sicherheit. Jetzt letztes Jahr war es für mich besonders interessant, weil Marco Rose, mein ehemaliger Spieler hier, eine ganz prägende Figur war, mit dem ich immer noch viel in Kontakt bin. Und dadurch habe ich eine große Affinität zu der ganzen Geschichte entwickelt, weil es einfach großartig ist, wie der Sport hier, welche Möglichkeiten geschaffen werden, um jungen Sportlern, jungen wirklich sozusagen unter die Arme zu greifen, ja, um sie zu pushen, um sie aufs nächste Level zu heben. Ist ja nicht nur Fußball, aber mit Red Bull aus Salzburg ist erstmal Fußball. So, das ist schon ein absolut interessantes Konzept. Wie gesagt, sehr talentiert, sehr gut, haben lange darum gekämpft, offensichtlich in der Champions League dabei zu sein und jetzt haben sie die große Chance, in die Knockout-Runde einzuziehen. Und ich kann mir vorstellen, was das bedeutet, hundertprozentig, was das auslöst. Aber auch da ist es so, wenn man die große Chance hat, das zu gewinnen, ist auch ein bisschen die Angst davor da, es nicht zu schaffen. Wer damit besser umgeht, der hat sicher auch die etwas bessere Chance, es morgen hinzukriegen. So, two questions for Mr. Klopp. You already had many very important games. Are you nervous before these games? And second question is, how do you judge the development of Salzburg? Well, first question, I'm not nervous, but I'm tense. Of course, there's a special kind of tension. It's a very special situation. And if something is important for you, you want to reach it. You want to reach that goal. And that's why this is a situation of stress. But with the years, you learn how to deal with that stress. And you learn also that you won't die of this tension situations. I made many important games in my life, yes. I lost also many important games, as you know, but fortunately in the last years it went better. And now to the development of Salzburg, it's a great development that they had, I have to say. I already accompanied their development for many years, for 10 to 12 years maybe. I think it's going very in the right direction. A big influence of Ralf Rangnick, of course, and also I'm very proud and very happy for my former player Marco Rose, that he did a great job here. So I have a big interest in this club. I think it's great what they do. They create a lot of opportunities for young players, for young people, not only in football, but also in other sports. And of course, that's an interesting thing, an interesting fact. They fought very long, for very long years, to get into the Champions League, and now they have the opportunity to go into the knockout phase. So that's a great chance, and I know what this causes. But of course, this situation also causes a lot of fear not to make it. And who can overcome this fear best will make it into the next phase. Okay, two to finish. Gentleman who's got it, and then Ali from the UK press, yes. Yeah, Herr Klopp, Servus in Salzburg. Yeah, it's okay. Just, you've got the mic, we can hear you. Sie haben über die Stärken von Salzburg gesprochen, über die Entwicklung gesprochen. Ist es dennoch notwendig gewesen, Ihren Spielern, wie Ihr Pendant, Jesse Marsch, zu erklären, dass es kein fucking Freundschaftsspiel ist? Kompliziert.
bekommen? Was steckt hinter der Frage? Ob Sie Ihren Spielern erklären haben müssen, dass wir haben das erste Spiel gespielt. Das war das Gegenteil von einem Freundschaftsspiel. Warum soll ich das? Warum sollten meine Spieler das Problem haben, zu denken, das wäre jetzt ein Freundschaftsspiel? Bei allem Respekt vor Salzburg und Österreich. Sie kommen dennoch nach Österreich und nach Salzburg und über den Stellenwert des österreichischen Fußballs. Ich glaube, die Frage sagt mehr über Ihren Respekt vor Österreich und Salzburg aus als über meinen. So, ich habe kein Problem damit. Ich habe alles gesagt über Salzburg und Österreich hat mich ja keiner gefragt. Aber das Problem haben wir ganz bestimmt nicht. Wir sind aber hundertprozentig bis in die Haarspitze motiviert, weil wir wissen, dass wir es hier mit einem richtig starken Gegner zu tun haben. Und es wäre vielleicht ganz cool, wenn man aus solchen Pressekonferenzen diese Art Fragen rausnimmt, weil es, wie gesagt, mehr über Sie aussagt als über mich. So the question was, you spoke a lot about the strong points, about the development of Salzburg. And do you have to tell your players that tomorrow it's not like your colleague Jesse Marsh said to his players, that it's not a fucking friendly game? The answer is, well, you've seen the first game wasn't a friendly game. So I don't have to explain to my players that this is not a friendly game. That's not a problem for me, and it shows more your opinion about the Austrian football than my opinion. So I think maybe you are lacking a little bit of respect for Austrian football. We don't have any problem with that. We know that we are playing against a very strong opponent tomorrow, so we are highly motivated, and that's all I have to say. And please, in the next press conferences, don't make these questions again. Jürgen. Yep, I'll need to finish with you. Jürgen, with the games coming every few days at the moment, how difficult is it for the players to keep peaking and hitting the performance levels you need? And do you expect a drop in performance levels at any point? And if it comes, how do you handle that? Yeah, obviously, the press conference is getting too long because the questions show that. So, no, I don't expect drops. And if I expect, if they happen, then I will prepare the solution then. Yes, it's difficult, of course, but it's a job to do. So we don't ask for excuses. We know our schedule. We know where we have to go. We played 3 days ago, tough game. 6 days ago, a very tough game. We play in 4 days, a very tough game. So then we fly to Qatar. That's all true. We don't expect drops. We don't accept drops. And I mean the boys as well. So we ask ourselves for highest concentration, we as a group, and then we will see what we get for it. But we are in the most intense period of our lives, and that's exactly what we try to use and try to enjoy. But that it's difficult, yeah, no doubt about that. But that's nothing what can stop us, really. But if something will drop, then we deal with it. But preparing a drop, that would not make sense, really. Die Frage war nach alle drei, dass alle drei Tage so viele Spiele sind. Ist das sehr schwierig, die Spieler bei ihrer Leistung zu halten, dass sie ständig die gute Leistung abrufen, oder erwarten sie ein Nachlassen der Leistung? Und wenn dieses Nachlassen der Leistung kommt, wie wollen sie damit umgehen? Die Antwort war nein, ich erwarte keinen Nachlassen der Leistung. Und wenn das dann tatsächlich passiert, dann kann ich mir eine Lösung überlegen. Klar, die Situation ist schwierig. Wir haben alle drei Tage ein hartes Spiel. Vor 3 Tagen hatten wir ein sehr schweres Spiel. Vor 6 Tagen hatten wir ein sehr schweres Spiel. In 4 Tagen haben wir wieder ein schweres Spiel. In Katar wartet ein wirklich schweres Spiel auf uns. Aber wir erwarten keinen Nachlass und wir hoffen das auch nicht und wir akzeptieren das auch nicht. Wir sind hochkonzentriert und wir leben im intensivsten Zeitraum unseres Lebens. Das genießen wir einfach. Klar, es ist schwierig, aber nichts kann uns aufhalten und so gehen wir das Ganze an. Thank you very much. Thank you, guys. And we'll see you tomorrow. Thank you very much. See you. Cheers. Bye bye. If the light is not on, then. So, das war sie also, die Pressekonferenz live hier von Kloppo. Der geht jetzt ins Hotel, für den ist der Arbeitstag erledigt, aber für euch fängt Fußball jetzt richtig an. Herzlich willkommen zu Matchday 6.
Liverpool, die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt, letztjähriger Champions League-Gewinner und jetzt zu Gast bei uns hier in der Arena in Salzburg. Dort drüben in der Nord, da werden die Herrschaften um Sadio Mané und Co. Morgen ordentlich eine Wand zu spüren gekommen, nämlich die Emotionswand der Salzburger. Jetzt sind sie erstmal hier bei uns im Stadion. Kein Training machen die Herren. Gegen 18.30 Uhr sind sie angekommen hier in Salzburg am Flughafen mit ihrer Maschine. Wie gesagt, Training keins im Stadion, aber einmal schnuppern. Bisschen so die Atmosphäre reinziehen, wie es denn hier so in Salzburg zugeht. Das können sie allerdings nur erahnen, denn was hier morgen abgeht, das haben wir schon gegen Genk und gegen Neapel gesehen, was es heißt, hier in Salzburg vor einer komplett ausverkauften Hütte zu spielen. Ja, da können sich die Herrschaften aus England gut anziehen. Und so ein Stadion, das wird für so ein Spiel ja nicht mit einem Fingerschnipsen vorbereitet. Das braucht viel Arbeit. Und heute, am Matchday minus eins, ist hier im Stadion alles auf vollen Touren gelaufen. 1000 Hände haben dafür gesorgt, dass dieses Stadion für morgen spielbereit ist. Also, die Red Bull Arena ist bereit für das Spiel morgen, das Spiel der Spiele, und unsere Mannschaft ist es auch. Und davon konnte sich auch die Presse heute schon um 13 Uhr überzeugen. Da gab es nämlich die erste Pressekonferenz, die Pressekonferenz von unseren Jungs. Mit dabei natürlich Trainer Jesse Marsch und der Mann, um den sich derzeit medial alles dreht, Erling Haaland. Hier ihre besten Sager aus der Pressekonferenz. Ja, so in der Stadt, ich habe viele Leute gesehen und alle hat gesagt, ja, viel Glück, viel Erfolg. Wir haben so viel Lust und Leidenschaft für dieses Spiel Dienstag. Und ja, es ist ein großartiges Spiel, das ist klar. Aber ganz ehrlich ist unsere Einstellung nicht so hoch. Ja, ich denke, die Konzentration und der Fokus für uns ist klar. Und für uns auch, wir verstehen, dass Liverpool in die letzten zwei Jahre waren diese Punkt auch. Ja, sie brauchen ein Ergebnis in die letzten Spiele und sie haben die beide Ergebnisse gefunden. So, wir müssen verstehen, dass es ist eine Gelegenheit für uns zu spielen, unser Bester, und wir müssen freien Kopf sein und geben alles, Vollgas geben. So, das ist unser Ziel. Und nicht so viel Druck oder Aufmerksamkeit für genauso, was dieser Moment ist. Yes, we can go out in the game with a free mind. We have nothing to lose. And yeah, we'll go out there and enjoy ourselves. And yeah, nothing to lose. And then go out there, smile, enjoy the game. And it's the biggest career of my life so far, and yeah, I'm looking forward to it. Hinter mir werden morgen 1500 Liverpool-Fans stehen. Beim Auswärtsspiel in Liverpool waren es mehr als doppelt so viel an Salzburgern. Also das war wirklich ein Match. Diesen Abend werden wir alle nicht mehr so schnell vergessen. Ein 3:0, dann die Aufholjagd zum 3:3, dann das bittere 4:3. Also mehr Emotion kann ein Fußballabend nicht haben.
Was rede ich eigentlich? Schauen wir uns die besten Bilder vom Liverpool-Auswärtsmatch nochmal an. Freundschaftsspiel. Ja? Es ist ein fucking Champions League Spiel. Wir müssen Cooper League auf den Platz und get fucking stuck in mit. Komm, Jungs. So viel Respekt für die Gegner. Wir haben mehr. Okay? Beide Teams sind zurück auf dem Spielfeld. Der zweiten Stange. Minamino! 2-3! So, wir sind jetzt hier am Trainingszentrum, kurz vor dem Abschlusstraining unserer Jungs. Earl is da. Earl, you did the press conference today. So now it's what you like. It's the ball and the pitch and you. Ja, ich bin bereit. Bereit sein. So they all told this is the ultimate game. It's the match of the matches for the team, for the club. Is it also the match of the matches for you? Yeah, it's a perfect situation we're in and I'm ready to enjoy this match and to hopefully smile a lot and to do these things. You're always smiling. You're always happy. Is there no pressure on you? So is it all just? It seems it's always fun for you. Yeah, tomorrow no pressure. So we go out there and enjoy our lives and live in the presence. Then it will be good. So what's your tip for tomorrow? 3-1 to Salzburg. And you score all three goals? Yes. Okay, perfect. So have a nice training. Bye bye. Die Jungs trainieren also noch weiter hinter uns. Es war schon ein irrsinniger Presserummel heute bei der Pressekonferenz und auch hier am Spielfeld sind viele, viele Kameras da und schauen unseren Jungs über die Schulter.
auch nicht so ganz uninteressant ist, wie steht es um unsere Verteidigung? Maxi Wöwer ist da der Mann der Stunde. Er soll unter anderem auch dafür sorgen, dass bei uns die Null steht. Die Kollegen von The Zone haben ihn exklusiv zum Interview getroffen und einen kleinen Ausschnitt daraus, den zeigen wir euch jetzt. Ja, Mannschaft ist sehr jung, sehr hungrig, irrsinnig mutig. Ja, jedes Training ist ein richtiger Kampf. Man merkt es in jeder Aktion am Trainingsplatz. Es geht einfach um die 11 Stammleiber, die jeder sich für jedes Spieler kämpfen will. Das macht, glaube ich, auch jeden einzelnen Spieler jeden Tag um ein Stückchen besser. Und natürlich die Philosophie, die den ganzen Verein ausmacht. Ich glaube, es gibt wenig Vereine in der Champions League oder allgemein in Europa, die so aggressiven und so offensiven Fußball spielen wie wir. Vor allem dann noch mit so einer jungen Truppe in der Champions League, glaube ich, ist fast einzigartig. Ja, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Also wir haben, glaube ich, mit der Aufholjagd, mit den zwei Spielen gegen Napoli gezeigt, dass wir mit den besten Mannschaften in Europa mithalten können. Und wenn wir ja in ein paar Situationen konsequenter auftreten und ja auch ein bisschen erfahrener auftreten, dann können wir diese Mannschaft noch besiegen. Jetzt haben wir eben dieses Endspiel gegen Liverpool, wo wir mit einem Sieg fix im Achtelfinale sind von der Champions League. Und ja, ich glaube, jeder erwartet, dass wir gewinnen. Ich glaube, niemand in der Mannschaft ist zufrieden, wenn wir unentschieden holen, sondern jeder möchte dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube auch, dass Liverpool hier nicht herkommt und sagt, das wird ein Selbstläufer, sondern ich glaube, wir haben ihnen schon gezeigt, dass wir ihnen Parole bieten können und dass wir sehr unangenehmer Gegner sind. Ja, du stehst da halt am Anfang in dem Gang drinnen und auf einmal halt ertönt das You Never Walk Alone. Und du hörst das ganze Stadion singen, stehst da drinnen, neben dir ein Superstar nach dem anderen. Und dann marschierst du raus, siehst diese irrsinnig hohen Tribünen, die fast gar nicht aufhören. Dann ertönt die Champions League-Melodie, die Kamera geht durch. Und ich glaube, davon träumt jeder kleine Bub mal, wenn er zum Fußballspielen beginnt und die ersten Champions League-Partien mit dem Papa im Fernsehen sieht, dass er da auch einmal stehen kann. Und ja, ich habe das ja Gott sei Dank schon bei Ajax erleben dürfen, aber war trotzdem noch einmal gegen den amtierenden Champions League-Sieger in so einem legendären Stadion, wo auch mein Vater eben auch mitgereist ist, war schon ja, unvergesslich und bis jetzt sicher der schönste Moment, muss ich sagen, in meiner Karriere. Ich glaube, dass dieser Spielstil hier einfach perfekt zu ihm passt. Noch dazu, glaube ich, kommt, dass er sich unglaublich wohlfühlt in der Mannschaft, in Salzburg, im ganzen Verein. Und noch dazu muss man sagen, dass er ein absoluter Top-Profi ist. Also der steht auf, denkt an Fußball und geht schlafen und denkt an Fußball. Dazwischen gibt es für ihn nur Fußball und so tritt er einfach auch bei jedem Spiel auf. Unglaubliche Mentalität, unglaubliche Einstellung. Auf den Auswärtsfahrten, während wir Karten spielen, sieht man ihn nur am Laptop irgendwelche wissenschaftliche Berichte durchlesen, wie er seinen Schlaf verbessern kann, wie er seine Ernährung umstellen kann, was er da besser machen kann, was er da besser machen kann. Also er sucht ständig nach den kleinsten Details, die er an sich selbst verbessern kann, um eben noch einen Schritt zu machen. Und ich glaube, das macht ihn einfach so gut. Das ganze Interview mit Maxi Wöber gibt es für euch auf The Zone. Genauso wie das Spiel morgen exklusiv 18.55 Uhr bei den Kollegen von The Zone oder in der Zweierkonferenz auf Sky Sport Austria. Und wer sich heute schon ein bisschen warm schauen will, ab 20.15 Uhr jetzt gleich drüben auf Servus TV ist FC Salzburg Tag. Unsere gesamte Doku gibt es dort zum Anschauen und ab 21.05 Uhr in Sport und Talk aus dem Hangar 7. Dort ist unser Geschäftsführer Stefan Reiter. Wird eine spannende Geschichte. Also jetzt rüber zu Servus TV und morgen dann ab 18.55 Uhr das Match der Matche. FC Salzburg gegen Liverpool.